Hallihallo, der Beutel hier. Willkommen zurück zu einem neuen Let's Play. Wir spielen Nightingale, einem Open-World-Survival-Crafting-Game aus dem Hause Inflection Games. Es hat einen Fantasy-Setting. Es sieht gut aus. Es macht Spaß. Wir haben es gestern im Livestream das erste Mal anzocken können. Und hier ist quasi der Mitschnitt aus dem Livestream. Also nicht wundern, wenn ich mich mit den Zuschauern im Chat unterhalte. Das Spiel befindet sich momentan noch im Early Access. Also es ist noch weiter in Entwicklung. Da wird noch viel, viel mehr in Zukunft kommen. Mir hat es richtig viel Spaß gemacht. Und ja, jetzt seht selbst. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wer alles dabei ist, wer das Spiel auch gut findet. Und viel Spaß im Video, würde ich sagen. Wie wollen wir denn mal aussehen? Alter? Körper? Na, wir nehmen mal ein Männle. Der sieht ganz schön kantig aus. Oh, du hast aber hier viel zur Auswahl. Hier, guck mal ihn an. Oder hier, Theo Weigel. Oh, nee. Theo Weigel mit Gelbsucht. Das ist ja furchtbar. Der erinnert mich an irgendjemanden. Aber krass, wie viele Gesichter es hier gibt. Hier einer mit zusammengewachsenen Augenbrauen. Das... Das gefällt mir, das ist ja geil. Oder ein Vulkanier. Vielleicht nehmen wir einen Vulkanier, Leute. Guckt mal. Das ist gut, das gefällt mir. Wir machen mal weiter. Kann man hier ein bisschen rauszoomen? Perfekt. Oh ne. Ist das Bock mit Glatze? Entschuldigt, Leute, das ist einfach zu gut. Oh Gott, es gibt... oh nee, ich kann nicht mehr. Oh ja, das ist so gut. Ich glaube, ich nehme den. Das ist einfach zu gut, um den nicht zu nehmen. Warte, ich guck noch mal. Vielleicht das hier? Nee, das nicht. Doch, ich entscheide mich... Okay, es hat jetzt gar nichts mehr mit einem Vulkanier zu tun. Nachrichten. Ich nehme echt diese Friese hier. Das ist einfach zu geil. Entschuldigt, Leute, aber das muss sein. Okay, wir lassen jetzt auch die Frisur. Stunden später. Farbe. Ja, grün ist geil. Grün ist richtig geil. Das gefällt mir. Wimpern lassen wir auch alles so. Also man kann halt echt schon viel einstellen. Dafür, dass es noch Early Access ist. Zähne. Alter, bin ich erschrocken. Er macht... macht er seinen Mund auf. Was ist das hier? Das geht noch nicht. Nee. Ach so, Metall. Oh ja. Ich will oben ein. Da. Den da. Oder welcher? Ja, genau. Fäulnis, das Schiefheit. Was ist denn Schief? Oh Gott, ja, das sieht ja wirklich so aus wie ich. Ist ja krass. Gut. So, wie nennen wir den? Ich schätze mal, wir nennen den Beutel. Gehen wir mal auf Spielen. Before time itself, the realms have existed. Born of curiosity, we opened the first gateway to our endless Feywilds. The Fey have long since aided man in harnessing that which we live and breathe. Magic. Tolerance was known until your grasp extended reach. Greed, in the face of power, saw your world caught in ruin. And out flowed the pale, swallowing all in its path. Some fled its ever-spreading tongue, seeking refuge in Nightingale.
only to be severed from assistance as the pathway between realms collapsed. But perhaps not all is lost. For Nightingale still stands, pushing forward towards progress and enlightenment. Humanity's final beacon. Your path thither is winding and full of terror's nascent realmwalker. Wilt thou succumb to fey lands beyond thy wit? Or wilt thou endure, find the way homeward and rebuild anew? Wow. Feenringe sind Respawn-Punkte. Wenn sie gestorben sind, erscheinen sie am nächstgelegenen Feenring oder Rückzugsort. Reise fortsetzen. So, warte mal. Kann man hier irgendwas einstellen? Unbekannte Welt. Hier steht eine Zahl, 650. Weltenkarten nicht verfügbar. Anwesende Fraktionen nicht verfügbar. NPCs sind Apex-Kreator und potenzielle Kreaturen. Gut. Reise fortsetzen. Let my words steer your steps. Okay, schade, dass ich halt echt nicht in die Ego-Perspektive schalten kann. Ich nehme mal an, wir haben ein Tutorial und ja. Dies werden wir jetzt... Wow, krass. Dies werden wir jetzt erstmal alles machen. Okay, da oben ist... Da ist ein Dollarzeichen angezeigt. Oh, hier liegt ein halbes Klavier. Krass, kommt mir gerade... ein bisschen vor, als ob ich ein Horrorspiel spielen würde, so von den Soundeffekten her. F5, Mann. Ach doch. With a wonder you lost in our fey wilds. Geht tatsächlich mit F5. Aber ja, ich werde es trotzdem erstmal in der Ego-Perspektive genießen. Ich muss mal hier was wegräumen. Oh. Hab ich hier schon den ersten Geheimgang gefunden? Eile dich, Mensch. Oh, da vorne ist er. Those bound fiends sniff out your despair. So, guten Tag. Mit dem Puck reden. Shadows abound. Yet, like a fire's final embers, you refuse to be snuffed out. Ein Überfluss an Schatten. Doch wie dich matte Glut eines Feuers, weigerst du dich, ausgelöscht zu werden. I come with an offer to guide you to a safer realm and rebuke death, unlike so many of your kin. Soll ich das vorlesen oder nicht? Es hat sich ja mal einer beschwert, dass ich hier deutsche Untertiteltexte, was ja in dem Fall keine Untertitel, sondern Seitentitel sind, vorlese, obwohl Zuschauer ja auch selber lesen können. Ich lese einfach. Ich komme mit einem Angebot, dich in eine sichere Welt zu geleiten und dem Tode zu trotzen, wie es vielen deiner Sippe misslang. Take these bloodstained cards, play them and let amiable bond be drawn between Fae and Fleshling. Nimm diese blutbefleckten Karten, spiele sie aus, auf dass ein freundschaftlicher Bund zwischen Fae und Fleischling entstehen kann. Give me your hands, that we may be friends. And I shall restore amends. Homo sit in conul ome. Der hat eine schöne, raue Stimme. Nun, die Hände reiche mir, in Freundschaft sollen bestehen wir.
Entschädigung gereicht ich dir. Um Sied in Kunel Ome. Hurry yonder toward Portal and Apparatus, so you, bear child of Earth, might abscond this nightmare. Eile dorthin, wo ich sowohl Portal als auch Apparat beschworen habe, damit du Kind der Erde diesen Albtraum entsagen kannst. Travel to the forest byway swiftly. Across the divide a greater gift awaits. Partnerships with We Fae afford many wonders yet unseen. Ritze, grüß dich, hi. Und AK Prime, hi. Grüßt euch. So, reise geschwind zum Nebenweg am Walde. Auf der anderen Seite der Kluft erwartet dich ein großartiges Geschenk. Partnerschaften mit uns Fae fordern ungeahnte Wunder zutage. So. Okay, oben rechts steht, durchqueren Sie das Portal, begeben Sie sich in den Wald, in die Waldnebenwegwelt. Machen wir. Weltkartenmaschine öffnen. Okay, wir haben hier eine Waldkarte und eine Nebenwegkarte. Wir nehmen mal die. Wir haben ja nur die zwei. So, lesen wir uns das mal durch. Spielen Sie diese Karte, um eine dicht bewaldete Welt zu suchen. Die erste entdeckte Welt war von einem üppigen Wald überzogen, der die Ritter des Roten Kreuzes fälschlicherweise glauben ließ, dass Feewildnisse örtlichen Lebensräumen gleichen würden. Wie sehr sie doch irrten. Und die Nebenwegkarte? Es existierten kleinere Wildnisgebiete, die als Passagen zwischen größeren Welten dienen. Wie ein Geheimgang zwischen zwei Waldlichtungen. Die Ritter des Roten Kreuzes erfuhren von der Fee, dass diese Nebenwege genannt werden. Anwesende Fraktion nicht verfügbar. Gut. Dann drücken wir mal Portal öffnen. Fly, Realmwalker. The fiends have caught your despairing stench. Okay, die Bestien haben meinen verzweifelten Gestank gerochen. Und ab durch Stargate mit Mr. Spock. Kurzer Ladebildschirm. Okay, Reise fortsetzen. Ach, krass. Puh. Dann reden wir mal mit Puck. Count thyself among the fortunate few who managed to flee the Pale's noxious proliferation. Zähle dich zu den wenigen Glücklichen, die den giftigen Wucherungen der Blässe entfliehen konnten. Nightingale still stands, but Earth teeters on the brink. And these wilds are far from hospitable. Sequestered so and struck by woe begs the question. Wilt thou be a survivor? Nightingale steht noch, doch die Erde taumelt am Rande des Ruins. Und diese Wildnis ist nicht gerade gastfreundlich, so isoliert und von Kummer geplagt, stellt sich die Frage, ob du überleben wirst. The gift I promised should aid thy cause. A hermetic guidebook and pocket watch. Okay. Purloined off the corpse of a realm walker. Keep these like close companions. Das Geschenk, das ich dir versprochen habe, sollte dir weiterhelfen. Eine Hermetiker-Handbuch und eine Taschenuhr. Der Leiche eines Weltenwandlers entwendet. Trage diese Objekte stets nah bei dir. With the man-made network sundered, entrust me to find the trail forward through these byway realms. Nachdem das menschengemachte Netzwerk kollabiert ist, kannst du mir vertrauen, durch diese Nebenwegwelten einen Pfad vorwärts zu finden. In the interim, I hear your stomach snarling. Take reprieve from misery and gorge yourself with a feast fit for a fleshling. Preserve yourself and I shall return anon. Okay, in der Zwischenzeit, ich kann deinen Magen knurren hören, verschaffe deinen eigenen Leid einen Aufschub und tue dich an einem Mahl gütlich, das eines Fleischlings würdig ist. Halte dich am Leben
Dann werde ich bald zurückkehren. Survival. Oh, under this mask, you wonder. I am Puck. Robin to some. Oberon's merry wanderer of the night. The last furtive Fae to grace your kind. Okay. Der Typ dort ist Puck, wird auch Robin genannt. Oberons fideler Wanderer der Nacht. Der letzte verbleibende Fee, der deiner Art die Ehre erweist. Das ist aber lieb. Finden Sie eine Nahrungsquelle. Rote Beeren entnehmen. Oh, falscher Knopf. Seht ihr, da geht's schon los. Schade, dass ich die Kamera nicht noch langsamer einstellen kann. Die ist mir echt noch ein bisschen zu flink. Zu Beeren. Rote Beeren. Ja, okay. Nebenhandgegenstände. Sie können kleine Gegenstände wie Nahrung und Fackeln in Ihrer Nebenhand halten. Drücken Sie F, um von den ausgerüsteten Nebenhandgegenständen zu benutzen. Okay. Ah, da unten ist meine Nahrungsanzeige. Alles klar. Da müssen wir aber noch ein paar mehr finden. Gibt es hier einen Kompass, wo ich hin soll? Da oben ist... Es ist gar kein Dollarzeichen, das ist nur das Zeichen für Süden. Ich dachte die ganze Zeit, es ist ein Dollarzeichen. Ja, guck. Hier braucht man anscheinend eine Axt. Okay, da werde ich in vielen anderen Spielen wahrscheinlich Probleme bekommen, wenn ich hier mit E sammeln und F konsumieren. Oh je. Ich sehe mich dann schon wieder in Ark komplett die falschen Tasten drücken. Ich habe ja ein bisschen Angst. Irgendwas brüllt hier, aber das klang eher wie wild. Ich glaube, wir müssen noch echt viele Beeren essen. Damit der nächste Tutorial... Ach so, nee, guck mal, da oben steht es ja schon. Steine nehmen, Stöcke nehmen, rohe Beeren nehmen. So, den Punkt haben wir gleich abgehakt. Okay, und jetzt Stöcke. Naja, der typische Survival-Aspekt ist jetzt schon vorhanden, das ist gut. Steine finden wir hier bestimmt am Strand. Ah, guck hier, kann ich auch so einfach sammeln. Das Bauen soll hier in dem Spiel sehr gut sein, okay. Die Tasten kann man individuell belegen, aber ich muss erstmal gucken. Das ist halt das Problem, wenn du so viele verschiedene Spiele zockst. Ach, geil, ey. Sieht schon irgendwie echt atmosphärisch mysteriös aus. Gefällt mir. Gefällt mir jetzt schon gut. Ach, hier, guckt. Ich hab welche. Ja, manchmal hagelt es noch ein bisschen. Da fehlt uns eine Spitzhacke. So, Steine und Stöcke haben wir doch jetzt. Oder? Ne, das ist irgendwie 20 von 6. Doch, ne, wir haben eigentlich alles. Rohe Beeren haben wir. Haben wir nicht genug. Hä? Ist das noch ein bisschen verbuggt? Kann das sein? Was ist denn das für eine komische Pflanze, Leute? Hab ich ja noch nie gesehen. Cool. Was haben wir jetzt gesammelt? Wächst ja einfach mal so eine coole Pflanze. Hier noch mal eine. Aber da steht gar nichts. Ach, Pflanzenfaser kommt da raus. Alles klar. Ich sammle erstmal wie ein Dummer ein. Aber irgendwie ist die Anzeige oben verbuggt. Ach nee, ich sollte Beeren essen. Nee, ich verstehe. Beeren nehmen und Beeren essen. Wenn du Beeren genommen hast und dann isst, dann wird die Anzeige wieder kleiner. So, jetzt haben wir es. Lagerfeuer. Sie können sich Entwürfe Entschuldigung, aneignen, um Gebäude oder Objekte platzieren. Okay, Speck, das Tutorial. Macht nichts. Irgendeine Taste muss ich drücken. Ja,
Ja, habe ich gemerkt, die hatte ich gefuttert und dann waren sie weg. Na, hier am Strand ist da eigentlich schön, oder? Ich mag Lagerfeuer am Strand. Jetzt muss ich mal gucken. Hier haben wir ein Inventar. Weltkarte, Essenzen. Karte. Ah. Oder ist aber... Na gut, das ist ja erst die Anfangsinsel wahrscheinlich oder so. Keine Ahnung. Handbuch. Kochen. Gebratene Beeren. Dafür brauchen wir... Ah, hier, guckt. Hier ist Bauen. Ein Lagerfeuer. Material sehe ich wo. Platzieren. Aber steht hier nicht da, welches Material man dafür braucht? Oder ich hab's übersehen. Ist ja auch nichts Neues. Na ja, ein bisschen so direkt am Strand. Ach so, das war nur die Blaupause und jetzt steht da, was du brauchst. Steine. Kochanleitung. Bauten Sie etwa das Lagerfeuer, können zum Kochen... Erbauten wie etwa das Lagerfeuer, können zum Kochen bzw. zum Verbessern und Herstellen von Gegenständen benutzt werden. Werkbänke und andere Stationen in Nightingale haben mehrere Interaktionspunkte. Interagieren Sie mit der Feuerstelle des Lagerfeuers, um Brennstoff und Flamme zu verwalten. Nachdem Sie das Lagerfeuer entzündet haben, können Sie mit der Kochtopfbereich des Lagerfeuers interagieren und zu kochen beginnen. Wählen Sie Rezept und Zutaten aus und drücken Sie anschließend Herstellen, um zu kochen. Gut, also Brennstoff hinzufügen. Brauchen wir noch Stroh so als kleinen Zunder? Wie ist es? Anzünden. Ah, hier, automatisch füllen könnte man es auch. Also Stroh geht auch. Hier hast du jetzt eine Zeit, 4 Stunden... 4 Minuten. Jetzt soll ich hier oben aufs Lagerfeuer. Gebratene Beeren. Herstellen. Ah, super. Stärken Sie sich selbst mit einer etwas gehaltvolleren Mahlzeit. Mahlzeit, Leute. Falscher Knopf. Geil. Wenn Sie Tutorial-Nachrichten deaktivieren möchten, können Sie dies im Einstellungsmenü machen. Ne, wollen wir nicht. Wir wollen das Tutorial spielen. Deswegen sind wir ja hier. Avoided embarrassment by staving off starvation. From the lingering scent, your meal was no summer court banquet, but at least you persist. Genau. Also, wir haben den Hungertod überwunden. Dem Geruch nach zu urteilen, war deine Mahlzeit nicht gerade ein Bankett des Sommerhofs, doch immerhin wirst du überleben. We must carry forth whilst this byway is aligned with another. One which should get us closer to necessities we'll both require. Ah, okay, wir müssen weiter, solange dieser Nebenweg mit einer anderen in Verbindung steht. Einer, der uns Güter näher bringen sollte, die wir beide benötigen. The portal stands nearby. Delay not, for the withering sands await. Das Portal steht ganz in der Nähe. Zögere nicht, denn ansonsten warten nur die vernichtenden Sande. Ist das so, dass hier irgendwo eine Zeit abläuft? Kann das sein, die man auf diesen Fahrten verbringen kann? Hat er das nicht vorhin irgendwie erwähnt? Sehe ich das hier? Wartet mal, auf der Karte. 10:50. Also hier läuft eine Zeit hoch. Ich dachte, ich hätte das vorhin irgendwo gelesen. Aber egal, wir machen erstmal das, was das Tutorial sagt.
Ich stelle jetzt auch nicht mehr gebratene Bären her. Was war das hier eigentlich? Ach, ein Rucksack. Cool. Die, Adam, die Mausempfindlichkeit ist ganz unten, aber die ist halt... Also die ist komplett runter, aber die ist halt immer noch zu schnell für mich. So. Weltschwierigkeit. Einfach. Ich schätze mal, wenn man halt einfach spielt... bekommt man vielleicht nicht so guten Loot. Aber ist mir erstmal egal, ich will ja das Spiel erstmal kennenlernen. So, also. Geoarkanisten längst vergangener Tage suchten oft Wüsten auf, um dieses Spiel des Sonnenlichts in den Dünen zu genießen und sich an der Illusion eines endlosen Horizonts zu erfreuen. Vor Ewigkeiten, von den Fee aufgegeben, nur einige Überreste sind zurückgeblieben. Die Nebenkarte sagt... Es existieren kleinere Wildnisgebiete, die als Passagen zwischen größere Welten dienen. Wie ein Geheimgang zwischen zwei Waldlichtungen. Die Ritter des Roten Kreuzes erfuhren von der Fee, dass diese Nebenwege genannt werden. Okay. Portal öffnen. Oh, suchen Sie bei Hagel, Stürmen, Unterschlupf. Sie können tödlich sein. Guter Tipp. Oh, es ist heiß. Heiß, heiß, heiß. Kann man hier einen Schatten her? Ach du Scheiße, Leute. Geht ja schon gut los. Wie soll ich denn jetzt mit ihm reden? Das heißt, Alter. Warte, ich komme hier rüber. Summer runs through my being as blood runs through yours. Yet I've seen that dew men call sweat flow like rivers in our deserts. This heat devours spirit and life alike. Der Sommer durchfließt mich wie das Blut durch deine Adern. Doch ich habe gesehen, wie der Tau... den ihr Menschen Schweiß nennt, in unseren Wüsten in Sturzbächen herabfließt. Diese Hitze verzerrt Geist und Leben gleichermaßen. Howbeit, enduring the elements is part of the Realmwalker's folly. Pleasure sought through vanquishing hostility. Obgleich es Teil der weltwanderlichen Torheit ist, den Elementen zu trotzen, das Vergnügen daran, die Feindseligkeit zu meistern. Whether this pleases or not, without shelter and the means to defend it, you'll not last long. Best to test your nesting prowess and avoid exhaustion, while I scour for the next byway. Doch... Ob Vergnügen oder nicht, ohne Unterkunft und die Mittel, diese zu verteidigen, wirst du nicht lange bestehen. Am besten stellst du deine Nistfähigkeiten auf die Probe und vermeidest die völlige Erschöpfung, während ich mich nach dem nächstgelegenen Nebenweg umsehe. Okay. Bauen Sie eine temporäre Unterkunft. Zelt aus Stöcken. Das ist die Frage, ob wir genügend Stöcke haben. Wir gehen mal ganz kurz hier rein. Ne, wir haben noch Steine. Bedeutet, wir müssen mal ganz kurz hier Stöcke holen. Eine Axt haben wir ja noch nicht. Aber ist gut gemacht. Tutorial nimmt einen an der Hand. Ich hoffe, ich überlese nicht so viel. Ihr kennt mich ja. Ne? Ich mach's ja nicht mit Absicht. Aber dafür habe ich ja euch, dass ihr mich leitet und sagen könnt, hey, da hast du das und das übersehen. Da vorne läuft irgendein Stockmensch. Oder was auch immer das ist. Gut, ich schätze mal, wir haben erstmal genug Stöcke, oder? Hoffe ich. Ich hoffe es, Leute. Ich will nicht dorthin. Gut, Steine nehmen wir auch nochmal alles mit. Ja, wo soll man jetzt hier bauen?
Am besten an der schattigsten Stelle. Na gut, es muss auch Wasser irgendwie in der Nähe sein. Lass mal weiterlaufen. Achso, nee, ich habe ja gerade ein Energieproblem. Ich muss mir ja jetzt hier ein Zelt bauen. Ist die Frage, ob die Sonne sich dreht. Ich gehe hier rüber. Fenrir, grüße dich. So, Handbuch. Ne, bauen. Da, Zelt. Pflanzenfaser brauchen wir noch. Oh, das ist ja riesig. Wieso ist das so groß? Wie viel sollten da drin pennen? Okay, Holz haben wir eingeführt. Eingefügt. Das könnte Pflanzenfaser geben. Ne, das bringt nur Stöcke. Vielleicht, ah, hier, diese Dinger da. Aloe oder irgendwas. Ja. Nee, die bringen auch keine Pflanzenfaser. Das hier war ein Pflanzenfaser. Ey, geh mal bitte weg. Wir brauchen irgendwie mehr Pflanzenfaser. Da vorne ist auch noch irgendein Wesen. Oh, ich muss in den Schatten. Ja. Sehr gut. Wie viel Pflanzenfaser haben wir denn jetzt? Oh, ich stehe schon wieder da. Eine. Shit. Huch. Okay. Vielleicht kann ich ja hier irgend so einen Busch klopfen. Aber wir sind völlig erschöpft. Wir hätten in dem anderen Biom noch Pflanzenfaser mitnehmen sollen, ne? Jetzt haben wir hier ein Problem, Leute. Das hier gab Pflanzenfaser, oder? Ja, zweimal. Das reicht halt noch nicht. Da, wenn ich gedrückt halte. Ah ja. Hey Leute, wir kriegen keine Pflanzenfaser ran. Oder ich bin einfach nur wieder zu doof und zu blind. Hier vorne ist der Stockmann, oder? Ja, wir müssen uns jetzt hier gerade von Schatten zu Schatten rangeln. Ich hoffe, dieser Typ ist halt nicht feindlich gesonnen. Oder kann ich vielleicht zum Baum klopfen? Müssen wir probieren, mal gegen Baum zu klopfen. Mit der Hand. Ne, da geht nichts. Kann ich denn irgendwie eine Axt craften? So, was haben wir hier? Eine Aloe. Sättigung 5 und 90. Widerstand gegen Hitze 10%. Das ist gut. Dann legen wir das mal hier rüber. Das geht nicht auf die Nebenhand. Extrahieren 42 Essenzstaub. Okay, Flüssigkeit steigt schon mal wieder. Aber Leute, wir kommen hier gerade nicht an Pflanzenfaser. Hat jemand eine Idee im Chat? Hm.
Und eine Axt kann ich auch nicht bauen, ne? Mist. Ich bin halt auch völlig erschöpft und habe keine Ausdauer mehr. Weiterlaufen kommt schon noch was. Ja, das Problem ist halt die Ausdauer und die Hitze. Und irgendwelche Gegner. Wenn es denn feindliche Gegner sind. Ich guck mal kurz, gibt es hier eine Gewichtsbegrenzung? Oh ja, 30,9 von 50. Dann sollten wir uns jetzt wirklich erstmal auf die Pflanzenfaser konzentrieren. Hier knurrt es überall, Leute. Das war Pflanzenfaser. Aber jetzt gehe ich nicht nochmal zurück. Jetzt bauen wir hier ein neues Ding. Oh, hier ist Wasser. Guckt mal. Ja, ideal. Dann lass uns mal hier am Wasser bauen. Hier gibt es wenigstens genügend Pflanzenfaser. Oh, das ist aber schön hier. Hey, cool. Kann ich hier draus trinken? Nass. Nass ist doch gut. Aber ich kann ja nicht daraus trinken, oder was? Aber wenn wir nass sind, sind wir wenigstens nicht überhitzt. Okay. Setzen wir nochmal eine Blaupause, eine neue. Okay. Eine Unterkunft sind Weltenwandler vor bestimmten Umweltgefahren wie Hitze, Regen und Hagel geschützt. Stellen Sie einen geschützten Schlafsack her. Schlafsack, da brauchen wir auch bloß Pflanzenfaser. Verhältnis von Ausgeruht und Ausdauer. Wenn ihre Ausgeruhtheit zu niedrig ist, verlieren sie maximale Ausdauer und sterben, wenn diese null erreicht. Die Dauer von Ausgeruhtheit erhöht sich mit zunehmender Komfortstufe ihres Bettes. Ah ja, also wie in Enshrouded und Valheim. Annehmlichkeiten wie Licht, Wärme und Einrichtung erhöhen die Komfortstufe. Höhere Komfortstufen ergänzen unterschiedliche Bonuswerte zu Gesundheit und Ausdauerregeneration. Für das Ausruhen ist eine Mindestkomfortstufe erforderlich. Die Einrichtung des Schlafsacks in einer Unterkunft erfüllt die notwendigen Anforderungen. Ah ja. Sehr schön. Jetzt sollen wir eine Holzaxt herstellen. Oh je, jetzt geht's da los. Neue Entdeckung. Provisorisches Jagdmesser. Okay. Dann würde ich aber an der Stelle die YouTube-Folge mal einen kleinen Cliffhanger einbauen und abmoderieren. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, ihr Lieben. Bis dahin. Macht's gut und schreibt mal alles, wer dabei ist, wer sich das gerne anguckt und wen das Spiel auch so fesselt. Bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao.